meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ja, Frisur ist ein bisschen zerzaust. Ich komme gerade von der Arbeit. Meistens versuche ich ja das Video immer zu drehen, bevor ich zur Arbeit fahre. Aber heute bin ich damit schon mal fertig, also mit der ersten Schicht. Ne? Nachher geht es ja 23 Uhr wieder weiter. Ja, wir haben heute den 31. August und da ja nun heute Dienstag Video Day ist und bei mir keine neuen Produkte dazukommen, die ich aufbrauchen werde können, heute gibt es das aufgebraucht Video für September. Ja, es ist wieder von allem was drinne vertreten. Also was das hier drin macht, das verstehe ich nicht. Das war ich nicht, das habe ich nicht hier reingetan. Es ist nicht besonders viel dieses Mal. Wir fangen mal an mit Clarkies Cashew Erdnussmix Hot Chili. Hat mein Liebster aufgeknuspert. Ihr wisst ja, der ist nicht so für Süßkram, der mag lieber sowas hier. Und ich habe aber auch mal zwei, drei gegessen. Also ja, Hot Chili, der Minime. Ja, das muss ich euch erzählen. Dieses Vieh, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jetzt sag mal den Leuten, was für eine Freche du bist. Jetzt habe ich gedacht, die wäre weg, ne, du alle Ratte. Und bei der nämlich nicht aufpasst, huscht die nämlich durch die Tür, wenn man nach Hause kommt. Und ich dachte, die wäre weg, wo ich jetzt nach Hause gekommen bin. Normalerweise begrüßt die mich, wenn ich komme, sitzt die auf der Anrichte im Flur. Kein Mini mehr da. Ich habe sie gerufen. Sie kam nicht. Habe ich überall nachher gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Dann habe ich in der Küche mit dem Trockenfutter geraschelt und den anderen natürlich, die kamen ja dann nachher alle, ne? Auch ein bisschen Trockenfutter gegeben. Wenn nicht kam, war Fräulein Mini mehr. Da habe ich dann schon im ganzen Treppenhaus gesucht. Nichts gefunden. Draußen geguckt. Das wäre es natürlich gewesen, weil sie kennt ja draußen nicht. Und ich war jetzt über 3 Stunden weg. Da hätte sie ja sonst so sein können. Und aber irgendwie Peachy hat sie dann gefunden. Ich glaube, die saß in einem meiner HelloFresh-Kartons, mit dem sie so gerne spielen, den sie umgekippt haben. Weil, wo ich dann nachher nämlich mit vom Hundegasse wieder reinkam, da saß sie nämlich wieder in dem Karton. Da habe ich sie aber drinnen sitzen sehen diesmal, weil ich irgendwie anders in die Küche reingelaufen bin, da hatte ich einen anderen Winkel in diesen Karton rein. Ich glaube, da war sie da vorhin schon drin. Ich habe vor Schreck zig Haare bestimmt mehr bekommen. Also sie hat ja schon mal eine Nacht draußen im Hausflur verbracht, weil wir nicht gemerkt hatten, wo wir im Dunkeln heimgekommen sind, dass er uns durch die Füße gerutscht ist. Das Weib macht ihn fertig. Ach, das war ja eigentlich die ganze Zeit eine Lehre. Seitdem ist er eigentlich nicht wieder abgehauen. Womit spielst denn du da, Bibi? Gut, widmen wir uns jetzt aber wieder dem Zeug hier. Also wie gesagt, er war ganz zufrieden damit. Cashewkerne esse ich ja auch sehr gerne. Also nur die Erdnüsse habe ich raussortiert, weil ich bin nicht so der Erdnussfan. Ne? Aber ansonsten waren die ganz okay. Aber Hot Chili ist leider wirklich Programm. Es ist scharf, also nichts für schwache Nerven. Dann habe ich leer gesüfft diesen Brati Bali Edition. Eistee, Meerfrucht mit Vanillegeschmack, ist auch wirklich keine günstige Angelegenheit gewesen. Ich glaube, diese 750 Milliliter hier kosteten 4 Euro, glaube ich. Ja, das ist vegan, die ganze Sache. Also ich muss sagen, schmeckt schön frisch. Nicht zu süß, genau perfekt. Grünteegetränk mit mehr Frucht-Vanille-Geschmack. Ja, also ich muss sagen, mir hat es wirklich gut geschmeckt. Ja, die Vanille kam nur ganz leicht durch, nicht so intensiv und es war ganz lecker. Aber wie gesagt, also recht preisintensiv. Gekauft hatte ich den beim E-Center. Da war das so ein extra Aufsteller. Ich weiß nicht, ob das war, weil das Produkt neu gewesen ist. Aber wie gesagt, das hatte mich halt angesprochen, dieser Eistee, und ich fand ihn auch ganz lecker. Mal was anderes als immer nur Pfirsich oder Zitrone, muss ich schon sagen. Also mir hat er geschmeckt.
Dann sind meine Abtei-Kieselerde-Kapseln wieder alle. Ich muss mir auch wieder unbedingt welche kaufen. Ja, ihr wisst, ich habe es schon mehrfach gesagt. Ich merke es leider immer sofort extrem, sobald ich die mal eine Weile nicht nehme, dass die Nägel wieder brüchig werden. Im Moment, es geht, muss ich sagen. Es sind auch noch nicht besonders lange alle. Ja, also ich denke mal, morgen, wenn ich mit der Kollegin wieder einkaufen fahre, da werde ich in DM huschen und mir die Kieselerde-Kapseln holen. Sie wollte sowieso auch in DM. Dann habe ich alle gemacht von Stern, hatte ich mal ausprobiert. WC-Gel, strahlende Sauberkeit und frischer Duft. Kraftvoll gegen Kalk, Urinstein und Ablagerungen. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, ist Stern. Habe ich vorhin Stein gesagt? Keine Ahnung, bisschen. Also, Stern wird, glaube ich, sogar bei mir hier in Weißenfels produziert. Richtig, hatte ich an dem Aufsteller gelesen. Ja, genau. Sternwaschmittel GmbH in Weißenfels. Genau, also es ist ein regionales Produkt. Und ja, er war ganz in Ordnung, muss ich sagen. Er hat seinen Job ganz gut erledigt und kann man durchaus nachkaufen. Ja. 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 So, dann. Ach, endlich aufgebraucht, weil na, man weiß ja, an diesen Treckelmühlen 500 Milliliter Waschgel braucht man immer ewig. Und zwar Exotic Litchi Sorbet Duschcreme habe ich aufgebraucht. Habe ich 2 Jahre dran gemerkt, aber ich habe ja mittlerweile, ich habe es ja auch mal weggestellt. Ja, also wie gesagt, also solche 500 Milliliter in einem Rutsch aufzubrauchen, das. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es gemocht. Was ich nicht gemocht habe, war von DM, sind das solche Lufterfrischer. Der hier, also wenn man dran hält, ja, riecht man Apfel-Kiwi. Ich war von der Duftwirkung im Raum aber leider ziemlich enttäuscht. Ich habe sonst die Dinger, die zwar fast das gleiche Design haben, nur in rund, ja, also mit den offenen und mit dem Weiß und so, vom E-Center gekauft. Da muss ich sagen, der Duft ist wesentlich besser zum Vorschein gekommen im ganzen Raum, als leider hier die von Profissimo von DM. Das hat mir leider nicht zugesagt. Und vor allen Dingen, der stand auch schon, nee, der stand im Flur hier, der andere auch mit hier drin. Nee, den habe ich glaube noch stehen. Ich hatte einen im Bad. Und einen im Flur, also unser Bad, es ist schon größer als andere Badezimmer. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, bei dem, es ist jetzt auch nicht die Welt riesengroß, ja. Ich glaube, wie viele Quadratmeter sind denn das? Ich weiß es nicht. Aber man hat null davon leider wahrgenommen. Also die von Profissimo, die werde ich nicht wieder kaufen. Dann habe ich aufgebraucht Iced Strawberry Dream, die Duschcreme in dieser kleinen Variante hier. Davon habe ich jetzt gerade noch die Bodylotion stehen im Schlafzimmer. Also wirklich ein sehr milder Erdbeergeruch. Ja, aber wirklich dieses Eis, ja, als wär's gefroren so. Ja, war wirklich sehr schön, hat mir ganz gut gefallen. Noch ein Duschgel, das ich aufgebraucht habe, ist von Isana Creme Dusche Limited Edition Sweet Blueberry. Duftet nach Vanille und Blueberry Cupcake für jeden Haustyp. Ja, genau, für jeden Haustypen. Ne? Genau, ob Sie ein großes Haus haben, ein kleines Haus, ein mittleres Haus, ein Mini-Mini-Haus, passt. Ne? Ja, nein, also für jeden Hauttyp und es roch sehr, sehr lecker. Oh, also so richtig schön blaubeerig. Lecker, köstlich. Ich muss auch sagen, ich habe es auch zweckentfremdet. Ich habe es auch als Handwasch. Also nicht nur zum Duschen, auch ich habe es mir auch im Pumpspender umgefüllt. Zum Händewaschen. Toll. Toll, toll, toll. Also das.
Wie gesagt, im Grunde ist das doch eh alles das gleiche Zeug. Ja. Und von daher, oh, es war so schön, wenn du dir damit auch die Hände gewaschen hast. Da kam dann immer dieser schöne Geruch und dann haben deine Hände so schön nach Blaubeerchen gerochen. Und also das war sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war auch eine Limit. Ja, es ist eine Limited Edition, die wird es nicht mehr geben. Ja, was habe ich denn hier? Stellvertretend für Kerze Nummer 2 davon von Profissimo ist diese Kerze hier, Hallo Sommer, mit dem Geruch nach Zitrone. Gut, mein Wohnzimmer ist schon relativ groß. Wenn man nur eine angezündet hat, hat man es nicht gerochen. Ich habe aber sowieso von vornherein 2 davon gekauft, weil sie fürs Wohnzimmer gedacht waren. Und da hat man sie schon sehr gut gerochen. Ja, also mit einer wäre ich da nicht weit gekommen. Aber die, das riecht man sogar noch ein bisschen, wenn man jetzt hier so reinschnüffelt. Also das war ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, für größere Räume, du brauchst definitiv 2 Sachen von den Profissimo-Dingern. Sonst nützt es nichts. Bin ich mit denen von IKEA irgendwie mehr zufrieden. Dann von Garnier habe ich aufgebraucht den Conditioner, der ja zur Haarfarbe immer dazu ist. Ich klatsche mir ja nicht immer, auch trotz der langen Haare, nicht die ganze Flasche da rein. Das reicht mir für mindestens 3 Anwendungen. Entschuldigung, da kribbelt es gerade. Das reicht mir für mindestens 3 Anwendungen. Und ja, das war, glaube ich, Rose, ne? Ja. Das ist das, was nicht so mein Fuchs ist. Ja, das riecht wirklich sehr intensiv nach Rose und der Geruch, der haftet dann auch lange an Haaren. Auch wenn das dann nachher, ich meine, klar, Conditioner lässt immer ein bisschen einwirken, ne? Aber ja, es bleibt, der Geruch bleibt einfach in den Haaren ein bisschen vorhanden, ne? Deswegen. Und meine Karina hat mir ja geschickt, dass Garnier jetzt auch umstellt auf tierversuchsfrei. Wo ich sagen möchte, yeah, da muss ich nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann doch von denen nur einfach immer noch die Haarfarbe kaufe. Weil, wie gesagt, von allen anderen Sachen hatte ich mich ja losgesagt, aber ich hatte keine andere Haarfarbe gefunden, die mir irgendwie, wo mir der Farbton gefallen hätte. Ja, wo ich da praktisch diese Auswahl an den Rottönen habe, weil, wie gesagt, ich nehme ja wirklich nur das flammende Braunrot oder das Intensivrot. Ja, und das hat mir von den anderen Sorten immer irgendwie oder anderen Firmen immer nicht gefallen. Ich weiß nicht, da war ich so ein richtiges Garnier-Opfer, was die Haarfarben betrifft. Deswegen bin ich froh, das soll wohl jetzt im DM-Magazin gestanden haben, aber wie gesagt, ich kam jetzt die ganze Zeit nicht nach DM. Deswegen konnte ich nicht gucken, dass da wirklich eine Seite ist, dass Garnier jetzt auch cruelty-free ist. So, Masken, meine Lieben, habe ich aufgebraucht von Birutin, die rosa Glitter Peel-Off-Maske. War sehr, sehr glitzerig. Das habe ich mit meinen Mädels beim Maskenball gemacht, also extrem viel Glitter. Wow, erinnerte mich an diesen von Essence, diesen Überlack Princess oder Birthday Girl. Ja, also das waren ja, sind ja auch solche Glitterlacke, ja, wo nur solcher Silber-Weiß Glitter drin ist. So genauso war das mit der Maske hier auch. Sie ließ sich auch ganz gut abziehen. Schmerzhaft abziehen, hat aber dadurch, ja, wie ich immer sage, das ist das Problem mit Peel-off-Masken. Wenn du nichts merkst, wenn es nicht wehtut beim Abziehen, hat die Maske auch nichts bewirkt. Ja, siehe die von Action, was ich euch da gezeigt hatte, mal, die hat ja nicht wehgetan beim Abziehen. Sie ging zwar alles schön in einem Stück runter, wunderhübsch, ich hatte dann ein zweites Gesicht hier liegen. Aber es bringt nichts, wenn es nichts rausholt. Ja, und es muss anscheinend wirklich wehtun, damit es was rausholt. Also ich hatte dann wirklich schöne weiche Haut. Natürlich musst du dich danach eincremen, ne? Das brauche ich ja keinem zu erzählen. Dann habe ich mein zweites Sachet von der Kurkuma-Kokosmaske aufgebraucht, die ja so durch das Kurkuma so leicht gelblich ist. Ja, wie gesagt, riecht auch ganz, ganz leicht nach Kokos und eine ganz anständige Pflegewirkung. Das ist das andere Sachet dazu. Und dann habe ich aufgebraucht, habe ich von Carina gekriegt, das weiß ich,
Die Today-Maske Tonerde. Ja, ich glaube von Carina. Ich sollte aufhören zu versuchen, mir zu merken, wer von wem ich was habe. Jedenfalls von einem von meinen Videos. Die Today-Maske Tonerde hilft bei Hautirritationen mit weißer Tonerde und Zink. Ja, die Maske war ganz weiß. Hat auch, trotz dass es eben Tonerde ist, wie diese Luwers-Masken, noch einen sehr angenehmen Geruch gehabt. Also die Tonmasken von Luwers, die riechen ja einfach nach Erde. Ja, es ist Erde. Ne? Aber hier, da war noch ein spezieller Geruch mit drin. Und was ich sagen muss, sie war sehr flüssig. Also sie war extrem flüssig. Man musste aufpassen, ich mache mir das ja immer so ein bisschen so raus. Meistens mache ich solche Intervallbänder so also aufs Knie. Da lief mir das richtig runter, während die anderen wirklich meistens so eine kompaktere Masse sind. Die lief mir richtig runter. Aber sie hat schön gepflegt, muss ich sagen. Also ich fand sie jetzt so nicht schlecht. Ich hatte danach auch wirklich sehr schöne, weiche Haut. Aber trotzdem hatte ich danach das Bedürfnis, mich einzucremen. Ja, also sie hat was gemacht, aber es ist eben keine feuchtigkeitsspendende Maske. Ne? Also man sollte sich danach noch ein Serum oder so auftragen. Dann war ich zweimal baden. Na, einmal von Dresdner Essenz Wellnesswelten, hitzefrei Sommerbad mit fruchtig frischem Melonenduft. War ganz nett, hat mir sehr gut gefallen. Und dann von TT Sept, ja, Sherry Berry, naja, die TT Sept, ne, also es war ja auch, das war auch flüssig, ne? Das war jetzt kein Pulver oder so, das war ja richtig flüssig und war auch sehr, sehr schön, hat sehr, sehr gut gerochen. Dann habe ich noch eine Haarkur aufgebraucht von Guhl. Die fand ich toll. Die war richtig toll. Also erstens hat sie sehr gut gerochen. Ich denke mal, das wird so eine Wasserlilie oder sowas sein hier. Steht leider nicht da. Nur Nature Repair. Tja, hier steht Bio-Borretsch-Öl. Das eine Borretsch-Pflanze ist? Ich habe keine Ahnung. Fakt ist erstens, sie roch sehr, sehr gut und ich hatte danach sehr schöne, weiche, aber auch griffige Haare. Ja, also die hat mir richtig gut gefallen. Die wäre, 10 Milliliter sind da drin, ne? Die wäre auch ein Nachkaufprodukt. Die hat mir ganz gut gefallen. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, was für mich der größte Schrott war, und hat mich null geschützt, gar nicht. Ich habe teilweise sogar gerochen, als hätte ich überhaupt kein Deo aufgetragen. Ist hier von Baleo der Deodorant Sweet Sunshine, der angeblich einen Schutz von 24 Stunden bieten soll. Also von dem bin ich genauso enttäuscht wie von dem teuren damals für 10,50 Euro. Und naja, gut, die kosten hier jetzt lange nicht so viel, ja. Mit Deo-Rollern habe ich ja sowieso immer so irgendwie Probleme. Die schützen mich sowieso nicht so wie eine Creme oder ein Spray. Was macht denn ihr da? Aber der war der größte Schrott. Der war der allergrößte Schrott. Der hat mich null geschützt, obwohl der Grundgeruch war schön. Ja, wie gesagt, Sweet Sunshine, tropisch, na wie diese Tropical-Bonbons, ne? Aber es hat mich nullinger geschützt. Auch an Tagen, wo es nicht so warm gewesen ist oder ich nicht körperlich viel gearbeitet habe. Ja, dass ich wirklich extrem geschwitzt hätte oder so. Und ich bin ja sowieso nicht so ein Extremschwitzer. Ja, aber das war der allerletzte Schrott. Also das ist ja nicht mein erster Balea Deo-Roller-Versuch. Also bei Rollern, ich werde mir keine Deo-Roller mehr kaufen. Nee. Also damit habe ich persönlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. So, dann habe ich aufgebraucht. Das war bei mir in einer Pinkbox drin. Rejuvenating. Geile Scheiße. Day Cream. Also eine Tagescreme für alle Hauttypen, parabenfrei von Sukin, Australian Beauty. Also es war ganz in Ordnung. Ich habe sie gut vertragen.
Der Geruch war sehr gewöhnungsbedürftig. Es war jetzt nicht wirklich schlecht, der Geruch. Aber es war auch nicht einer, wo ich schreien würde, hey, das brauche ich jedes Mal. Ne? Es war okay, es war nett, sie auszuprobieren. Und wenn ich mich nicht irre, war sie auch nicht gerade günstig. Ja, deswegen sage ich ja immer wieder schön mit diesen Pinkboxen, dass man solche Sachen dann auch mal ausprobieren kann. Aber für mich kein Nachkaufprodukt. Weil, also sie hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ja, sie war schön, aber hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dann habe ich aufgebraucht ein ganz altes Produkt aus meiner Sammlung. Und zwar aus der Magic Skincare von Ricarda M, die Eye Refining Matrix. Ja, schon ewig lange in meinem Sortiment mit grünem Tee, Arnika, Montana-Extrakt und Algen. Ja, 30 Milliliter waren hier drin. Ich muss sagen, ich habe es aber auch nicht nur als Augenserum genommen, ich habe es auch fürs ganze Gesicht dann immer mal genommen. Und ja, war ganz in Ordnung, aber ne, die Produkte sind schon hornalt, es wird Zeit, dass die langsam wegkommen. Aber wie gesagt, es hat seinen Job gemacht, hat mich aber jetzt auch nicht unbedingt von Hocker gerissen. Oder deswegen ist meine strahlende Schönheit. Wer es glaubt, ne? So, dann habe ich auch, meine Lieben, drei dekorative Sachen aufgebraucht. Und zwar ein Nagellack, ne? Der Grundlack hier, den ich hier drunter habe, habe ich aufgebraucht. Es war, eigentlich ist es ein Überbleibsel, einen davon habe ich ja schon aufgebraucht. Ein Überbleibsel von so einem Dreier-Set, wo du eigentlich French Maniküre machen konntest. Das war der Unterlack. War es der Unterlack oder der Überlack? Ich weiß es nicht. Dann aufgebraucht dieses Lovely First Step Primer mit All Day Long. Ja, ich mochte den überhaupt nicht. Jetzt habe ich mal hier wieder ein kleines bisschen Produkt dran, aber ich habe den gar nicht gemocht. Und was der Witz ist, er hat sich extrem schnell aufgebraucht. Ich weiß nicht, ich kann das an zwei Händen abzählen, was ich den benutzt habe, und er ist bereits alle. Natürlich kann ich jetzt hier auch den Stopper noch rausmachen, ja, aber ich fand auch, er hat sich überhaupt nicht schön im Gesicht verteilen lassen. Du hattest kaum was an dem Applikator dran. Du bist da immer wieder rein und musstest, damit du eigentlich irgendwie eine Menge hast, wo du damit zufrieden gewesen wärst. Also der war ja auch in der Pinkbox drin, ein absolutes Flop-Produkt. Ein richtiges Flop-Produkt. Ja, also ich finde Applikator, Primer, die entweder auch zum Pumpen oder hier wirklich zum Rausdrücken, aber nicht mit so ein Applikator-Ding. Also das war der totale Stuss. Und dann von Trend It Up, der Under Eye Concealer and Base ist mir auch persönlich viel zu schnell leer gegangen. Und den hatte ich ja das erste Mal, den habe ich ja testen wollen. Hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Ja, er hat sich schön, schön unterm Auge, ja. Er hat jetzt nicht, dass er in die Fältchen gelaufen ist oder sowas. Aber auch deckkraftmäßig hat er mich wirklich nicht vom Hocker gehauen. Also ich persönlich werde ihn nicht nachkaufen. Das war so einer mit hier so Applikator obendrauf. Und dann hast du hier unten halt gedreht. Aber auch da muss ich sagen, er ist verdammt schnell alle gegangen. Ist für mich auch kein Nachkaufprodukt. Überhaupt nicht. So, meine Lieben, die Tasche ist leer. Mal sehen, wie lange es das noch aushält hier. Meine Fresse hier, da reißt es auch schon auf. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, was dann, wenn das für euch in Ordnung ist, ich glaube, der erste Teil des Sammlungsvideos meiner Paletten sein wird. Na, bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut.